Moin, liebe EOP-Army und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Troll-Video. Ich bin hier wieder auf dem CCSW-Server. Ihr seht schon, rechts oben stehen, ich bin im Vanish und ich dachte mir heute, ich troll hier mal diesen Kollegen hier ein bisschen. Und zwar werde ich jetzt dann Sachen aus dem Ofen rausnehmen und er wird sich dann wahrscheinlich wundern, wo das hingekommen ist. Bei mir mit dem Channel hockt der Adriano. Herzlich willkommen in mein Video. Hallo, guten Tag. So, ich hoffe, da verrät mich jetzt nicht der Officer Knette. Und zwar, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt hier im Vanish einfach mal hergehen und werden jetzt einfach mal hier diesen Ofen interagieren und werden hier sein Eisen rausklauen. So, und dann schauen wir mal, was er macht. Hä, wo ist jetzt mein Eisen hin? Es hat getriggert schon gleich instant. So, er reißt halt instant jetzt ab. Oh Leute, was da, wisst ihr, was ich jetzt mache? Pass mal auf. Ich tue den jetzt meinen ganzen Stack. Warte mal, ich muss ja in Game Mode gehen. So. Ich werde ihn jetzt meinen ganzen Stack Eisen in sein Inventar legen. Mal schauen, was er dann macht. Er hat ihn instant gesaved. Warte mal, wir machen nochmal einen Stack rein. Oh Leute, irgendjemand spammt mich gerade über TS voll. Ja, das ist Respo. Chris, gehen erstmal an dich raus, dass du jetzt gerade ein bisschen am Nerven bist. Ja, das muss somit gehen. Grüße raus an dich, Respo, liebe Nervensäge. So, Leute, ich bin mal gespannt. Der muss doch irgendwie getriggert sein, dass da auf einmal in seinem Inventar so viel Eisen drin ist. Oh, Leute, genau, ich weiß, was ich jetzt mache. Passt auf, Leute. Ich gebe den jetzt an dir. Das war nicht mal. Jetzt kann ich den so geben. Ich leg den jetzt einfach mal. Moment, wo ist denn die? Ich gebe den jetzt einfach mal Dias. Ah, verdammt, jetzt ist der nicht mehr da. Warte mal, ich TP mich schnell, schlecht TP. Sag das immer. Ich glaube, ich lege den jetzt einfach mal Dias in dem Inventar. Mal schauen, ob er, wie er dann reagiert. Wir legen jetzt einfach mal. Machen jetzt einfach mal hier oben alles mit Dias voll. Schauen wir mal, wie er jetzt reagiert. Oh, er sieht die Dias. Wird safe so richtig getriggert sein oder sich Ach richtig man, Officer Knette wundern. verhält mich, wenn das so weitermacht. Mann. Vom Aufwand sich die anderen zu mir teleportieren. Schreibe ich jetzt mal schnell. Slash. SG. Officer Knette. Nicht. TPN. Du verbrennst mich sonst. Ja, Leute, wie ihr übrigens auch feststellen werdet, zum Unterschied von jetzt und dem letzten Video, ich habe mir jetzt übrigens ein Texture Pack draufgehauen, wie ihr seht, deswegen sind die Texturen auch ein bisschen anders und hier auch die ganzen Blöcke etwas anders. Das gefällt mir richtig, das Texture Pack, weil ihr müsst mal schauen, hier zum Beispiel der Bogen und alles, das ist richtig geil gemacht und auch die Bücher und so. Das kann ich nur einstimmen, weil ich Was? glaube ich sogar Welcher mit dem Dings? gleichen Catcher wegspiele, ne? Ja. Ja, ich Lösch spiele gerade sogar TP. mit dem Dippel. Skytime. Also es ist auf jeden Fall für Leute, also so welche Catcher Packs, so also Mitte, Alter ist das ja mehr, sind halt echt so Leute, die auch wirklich drauf stehen. Oder die einfach zum Beispiel beim Survival echt Bock haben auf Mitte, Alter und so. Ach Mist, das klappt ja nicht. Stimmt, auf dem Server sind ja Mobs sind ja Spawner ausgeschalten. Aber ich habe eine andere Idee, Leute. Ich werde den jetzt was könnte ich noch mit dem machen, ey? Was könnte ich jetzt mit dem noch machen? Wie könnte ich den jetzt noch trollen? Ich glaube, wir machen jetzt noch. Ach genau, wir setzen hier noch ein bisschen Erz hin, genau. Das ist doch eine Idee. Ich setze noch hier noch ein bisschen Diamanterz hin. Er wartet instant ab, Leute. Er gönnt sich's halt gleich. Er freut sich halt gleich erstmal so riesig, dass er da die Erz bekommen hat. Muss ihn gleich einfach nochmal wegnehmen. Oder noch besser, Leute, ich setze da jetzt Dirblock hin, Alter. Passt auf, Leute, ich setze da jetzt mal einen Dirblock hin.
Mal schauen, wie er jetzt reagiert, wenn er sieht, dass da ein Dia-Block liegt. Er gönnt sich halt instant den Block, Alter. Er gönnt ihn sich halt direkt. Denkst du, der hat es vielleicht sogar noch nicht bemerkt, dass du ihn trollst? Er merkt es ja nicht, weil ich bin ja im Vanish. Also er sieht mich nicht, ich bin unsichtbar. Weil Ja, er aber. gönnt sich halt instant erstmal das ganze Dia, gönnt er sich erstmal. Warum? Ist doch schnell. Was ist das da? Warte. Ja, das sind Glowstones. So hässlich aus in dem Text. Aber schau mal, die Schwerter zum Beispiel hier auch schon. Die Schwerter schauen nicht schlecht aus, ja. Oder die Axt. Die schauen zumindest real, so realistisch aus. Wenn ich mal so eine Pick in die Hand nehme, warum, welchen Block habe ich gerade da? Schau, wie die Kannst du Pick ausschaut. deinem Kumpel ja so, sonst sagen, dass das halt so Mittelalter angehaucht ist? Boah, Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt in den Game Mode 3. Und ich glaube, ich kopiere mir jetzt, Tut warte mir mal. leid. Ich muss jetzt mal schauen, wo hier ein Spawner ist, weil hier sind ja Minen und das sind ja bestimmt auch irgendwo ein Spawner. Hier ist kein Spawner. Hey Leute, wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt hingegangen? Wahrscheinlich Bedwars, oder? Ja, Bedwars sind sie. Ja, moin, mich hat's halt erstmal in die Lobby gehauen. Warte mal, Bauwild sind drei Leute drauf. So, er wurde halt instant wegen vom Anti-Cheat gebannt. Warte mal, ich schalte mal ihn frei. Flash. Unban. Offizier. Sind die jetzt hier in der Lobby? Nee. Flash, Flash, Diamond. Flash. Er ist halt instant. Baufeld. Oder Leute, ich glaube, ich habe ihn jetzt dabei erwischt, wie er den anderen Vorteile erschaffen möchte. Deswegen werden wir uns jetzt mal zum Skytime teleportieren. Clash TP Skytime. Ja, moin. Er gönnt ihn halt instant hier Stay Diamonds, ey. Gamme Mode 1. Passt auf, Leute, ich habe eine Idee. Ich tue jetzt die Diamonds wegmachen. In den Dirt. Er wundert sich halt, wo das hingekommen ist. Sich nicht wundern. Leute, ist das, was ich jetzt mache? Ich guck mal, wo hier ein Spawner ist. So ein Grundstück habe ich, glaube ich, ein Slash Eis nie. Pass auf, Leute, ich mache jetzt folgendes: Ich komme jetzt von meiner Region mit World Edit, hole ich einen Spawner her. Und dann kriegt ihr jetzt von mir einen Spawner. Die wird es übrigens später auch so geben, dass man die hinsetzen kann. Aber vorerst gibt es die erstmal nur, wenn man die mit World Edit macht. Wobei, die gibt es auch nur dann, wenn ich die den Leuten auch gebe. Flash Game Mode 3. Haben wir ihnen schon?
Zwar, ich werde jetzt den Spawner hier kopieren. Pass auf, Leute, jetzt wird's lustig. Ich baue jetzt hier einen Spawner, den tue ich jetzt hier hinpasten. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn er mitkriegt, dass er einen Spawner auf sein Grundstück hat. Dann machen wir jetzt mal Schweine rein. Schauen wir mal, wie er reagiert. Er merkt es halt instant nicht. Er merkt halt nicht, dass er einen Schweinespawner hinter sich stehen hat. Er hat halt instant den Spawner weggemacht. Ja, moin. Slash. Paste. Machen wir nochmal. Ja, mit zwei. Warte mal, die sind alle in dieses Ding reingegangen, dieses Event. Wir gehen jetzt mit. Ah, mich hat's wieder rausgeschmissen, Zippe. Haben wir die Best Bauwelt? Was ist denn das? Bedwars. Ich kann halt nicht beidrehen, weil der Server schon läuft. Aber ich habe eine Idee, wartet mal. Slash. Cloud. Stop. B. W. Wie heißt das Ding wieder? BWU Strich 1 Stopp. Zack, die hat alle aus den Server rausgehauen. Killstaller signated. Ah, Killstaller macht wieder Preise. Oh Leute, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich ärgere jetzt kurz mal den Keystyler. Und wisst ihr, wie ich das jetzt mache? Immer wenn er einen Block setzt, mache ich ihn wieder weg. Ich mache wieder diesen allen, mein Lieblingstrick. Immer wenn er seinen Block hinsetzt, dann werde ich ihn wieder weglöschen. Flash, TP. Immer ein bisschen allgemein Trolling machen wieder mal. Kennt mich ja wie gerne nicht Troll. Hier, leckt es erstmal ein bisschen wegen Rüstungsständern, die daneben an sind. Okay. Ja moin, er ändert halt instant die Schilder hier ab, oder? Mal Leute, machen wir jetzt so, ich setze jetzt genau vor ihnen im Block. Weil Killstyler wird mich wahrscheinlich detekten, weil er weiß, dass ich denke. Oh ne, ich setze ihn in ein Schweinchen. Zack. Möchte nicht, dass ein Schwein vor ihnen rumläuft? Nochmal, warte, machen wir noch ein zweites. Es interessiert ihn halt nicht. Slash. Server. Bedwars. Was sind denn die jetzt alle? Sind die jetzt alle in der Lobby oder was? Ich glaube, die sind jetzt in der Lobby. Slash. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich immer noch, warum der Server gestoppt ist. Ja, tun sie auch. Warte mal, Leute, wo sind die? Ich tippe jetzt mal alle zu mir. Slash, TP, all. Alle auf einem Batzen. Push. Zack. 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 Oh Leute, ich habe noch eine bessere Idee auch noch. So könnte ich die auch schon mal trauen. Ich könnte nämlich hier eine Spinne nehmen, mich auf die Spinne drauf hocken. Dann läuft nämlich eine Spinne ohne jemanden drauf rum.
ist auch lustig. Der ist gerade langweilig, oder? Oder mal kill ich jetzt einfach mal mit meinem Flash Kill. Skytime. Denkt ihr sich wahrscheinlich, hey, wieso ist er tot? Bambusleitung. Warte, warte, das geht noch besser. Bambussuppe. Er wundert sich halt insta, was mir passiert. Er will die Spinne schlagen, Leute. Er will die Spinne schlagen. Warte, Leute. Ich jag jetzt mit der Spinne, jag ich ihn jetzt. PvP, Wargame mit. Pass auf, Leute. Wenn jetzt er ihn einlädt zu einem PvP, das machen sie jetzt bestimmt, oder? So, jetzt machen wir Slash TP. Skytime und dann kill ich den mit dem Befehl. Passt auf, dann kill ich den jetzt mit dem Befehl Slash. Oder ich lass ihn brennen, burn Skytime. Pass auf. Er brennt jetzt, glaube ich. Ja, schon, er brennt halt instant. Ach man, der ist tot. Muss ich mir das Ding teleportieren? Warte, nochmal, nochmal, nochmal. Warte mal, ich schmeiß ihn jetzt noch einen Feuerball rüber. Slash, burn. Bambus. Er hat instant gestorben. Tod durch Amboss. Nee, ich lasse ihn brennen lassen, ich habe ihn angezündet. Mit dem Command. Flash, mit kill. Burn. Skytime. Puff! Die brauchen das mal richtig lang, mich um rauszufinden, dass ich das bin. Er kapiert halt nicht, warum er gehen down stirbt, ey. Er sammelt wieder ein und in dem Moment, wo er das wieder einsammelt, ich lasse ihn wieder brennen. Burn. Oh geil, sie sind wieder in ein Ding gegangen. TP. Er ist wieder gestorben. Und Officer Knete könnte sich erstmal die Sachen, ey. Mich wundert es ja, dass er noch nicht Theater macht, warum er stirbt und da und. Wahrscheinlich startet er jetzt dann Minecraft neu. Puff.
ist halt wieder gestorben. Das ist hört sich ja gerade ziemlich lustig an. Ja, weil ich gerade ganz damit Slash kill, die Leute kill. Und die Frauen, die kommen, die können sich alle gegenseitig um die Sachen und dann auf einmal, puff, sind sie wieder tot. Und sie wissen halt nicht, dass ich bin, weil ich hier die ganze Zeit im Wendisch rumstehe, halt, weißt du? Hey, wo sind die jetzt? Ja, moin! Schau dir mal den Ping von Officer Knitter an! 1760! Ja, moin, hat der einen hohen Ping. Alter, der leckt ja auch schlimmer wie euch, das Suppen. Aber warte mal, die sind woanders wieder hingegangen. Hey, was sind die jetzt runter vom Server oder was? Ich glaube, die sind vom Server, oder? Eins, zwei, drei. Eine müsste noch da sein. Ja, mal Bauwelt sind es zwei User. Wer ist denn hier drauf? Kista laut Nisekoi. Oh, Nisekoi. Ich glaube, die Nisekoi, den töten wir jetzt doch auch mal, oder? Soll ich ihn killen? Ja, komm, einmal. Gönn dir. Okay, warte. Uff. Er schreibt instant in den Chat rein. Wer hat mich gekillt? Boah, ich stelle mich jetzt genau vor ihn und dann mache ich Vanish raus, warte. Genau vor ihn. Darf ich nicht bleibt jetzt stehen? Und jetzt hat Vanish raus. Puff! Auf einmal bin ich da. Ja, Leute. Ich glaube, damit machen wir Schluss für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder ein bisschen so ein kleines Trolling-Video zu haben. Es war einfach mal wieder lustig, ein bisschen so die Leute zu trollen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall gerne einen Daumen da lassen. Schaut doch mal beim Super-YouTube-Kollegen vorbei. Und auf jeden Fall, da ich ja von den anderen YouTuber als Abo-Guy bezeichnet werde, ändere ich mal diese Rede wieder ein bisschen ab und sage, abonniert mich alle, wenn es euch gefallen hat und ihr neu seid, ne? Dann Spaß. Wenn ihr neu seid und es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.